Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Konzept Kids Tiere. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Konzept ist ein sehr erfolgreiches Familienspiel. Ich glaube, das habe ich euch schon noch gar nicht vorgestellt. Kommt vielleicht mal. Die Kinder sind noch ein bisschen jung dafür, aber wir spielen es nach wie vor sehr gerne, auch wenn wir sehr viele Spiele haben. Und jetzt gibt es Konzept Kids in dem Fall, und zwar Tierthema. Und das Besondere an dem Spiel ist, die Kinder erklären den Erwachsenen, also den Älteren, etwas. Und die Erwachsenen müssen es erraten. Dazu gibt es blaue und rote Tierkarten. Die blauen Tierkarten mit dem Spiel jetzt gleich der Elias und Alina. Das Ganze ist nämlich ab 4 Jahre für 2 bis 12 Spieler. Also ist überhaupt kein Problem mit vielen Spielern. Und geht gerade mal 20 Minuten, weil 12 Runden kann man spielen. Ihr könnt auch länger spielen. Wie gesagt, die blauen Karten sind Tierkarten, wo man aus Kindergarten und Schule kennt. Die roten sind etwas schwieriger. Und ihr seht jetzt schon den Spielplan. Und wir steigen sofort ein. Das heißt, die sind Silke gibt eine Karte, die haben wir jetzt nicht gesehen, den Kindern. Und die Kinder tauschen sich aus. Und das Tier ist also rot. Es lebt an Tageslicht, es ist lieb. Es lebt Bäumen. Okay, jetzt bin ich Dschungel. Wald, okay. Und ihr könnt jetzt selber mitraten, vielleicht habt ihr es schon erraten. Währenddessen wissen wir Erwachsenen, das heißt die Silke und ich hier mitraten. Boah, das ist aber schwer. Das Fliegen ist relativ rot. Rot ist es auch noch. Da seid ihr uns nicht sicher. Okay, es ist mittelgroß. Aber es lebt im Dschungel. Es lebt im Dschungel. Mhm. Nicht im Wald, im Dschungel. Mhm. Okay. Jetzt habe ich gedacht, wir zeigen euch gleich am Anfang ein einfaches Beispiel, fliegt. Wie ein Schwein oder wie eine Kuh in dem Fall. Aber rot, ist es echt rot, Elias? Hat es Füße? Ein Tiger kann es ja nicht sein. Ein Schnabel, nein, ein Vogel. Nein. Ein Papagei? Ja, Papagei. Oh. Vielleicht habt ihr erraten. Schaut mal hier. So, das heißt, das ist die Lösung. Oh, das war schwer. Aber es war toll. Super erklärt von den Kindern. Tolles Beispiel. Das heißt, wir schauen wieder weg. Es heißt eine Anleitung, ein Erwachsener soll die Karte rein positionieren, ungesehen, und dann den Kindern weitergeben. Das macht nämlich die Silke die ganze Zeit. Und die Kinder versuchen uns Erwachsenen das Ganze zu erklären. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr dürft mitraten, wie gesagt. Vielleicht seid ihr schneller als wir. Das heißt, die Silke und ich in dem Fall. Okay, es ist grau. Und hier sieht man auch, Entschuldigung, es hat Federn, es hat Schuppen, es ist stark, es ist groß, klein, Pflanzenfresser, Fleischfresser, es ist schnell, es lebt im Wasser. Das heißt, die Kinder müssen auch ein bisschen nach den Symbolen gehen. Nein. Okay, es ist grau. Wir sehen uns es lebt. Sicher, wo dann schaut mal was an. Das ist auch das Tolle. Die Alina ist 4 Jahre, der Elias ist 6. Es ist ab 4 Jahren. Die Alina kann schon super mitspielen. Manchmal ist sie sich unsicher. Man lernt so die Tiere natürlich auch kennen. Und die Eltern können natürlich auch ein paar Tipps geben. Wir müssen es natürlich erraten, mal was ganz anderes. Also, ja. Im Dschungel lebt es. Grau. Ja, aber es ist nicht groß. Und es ist nicht groß. Es. Oh, okay. Baby-Elefant. Nein. Grau. Das ist wieder was, wo man. Oh, stark. Kein Elefant, kein Nilpferd. Das ist jetzt echt schwer. Schau mal hier, in dem Fall kann es klettern oder fliegen in dem Fall. Nein. Oder ist es auf der Erde? Das könnt ihr ja sagen, oder? Okay, es springt. Nein, es läuft. Springen es läuft. Genau. Es kann auch schwingen im Schwimmen. Ein Affe? Ein Affe? Ja. Ein Affe. Ein grauer Affe? Ja. Ein Gorilla. Oh, ein Gorilla. Guck mal hier. Okay, super habt ihr das gemacht. Könnte man stundenlang spielen. Am Schluss geht es darum, wer natürlich die meisten Karten hat, hat gewonnen. Aber vielleicht interessiert es euch gar nicht. Ich sage es aber trotzdem, weil hier gibt es eine kleine Übersicht. Da steht dann dran, wer richtig gut ist und richtig schnell die Sachen errät. Aber ist einfach der Spaß, mit den Kindern was zusammen zu spielen. Die Kinder erklären die Tiere. Ihr merkt, das steht hier im Vordergrund. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Wir zeigen euch natürlich noch 2, 3 Beispiele, bevor wir dann zum Fazit kommen. Zebra. Nein. Das ist gestreift. Aber Farben ist das nicht. Dann musst du da hingehen. Schwarz und weiß. Ah, schwarz und weiß ist das. Ja, komm, Aline, legst drauf und das ist nur schwarz. Schwarz-weiß. Und da hat es Punkte und da hat es Streifen. Das liebes Tier schwarz-weiß. Wo lebt denn das? Im Wasser? Ein Fisch. Und schwimmt. Ein Wal.
Ein Hai. Orca. Nein. Orca. Nein. Hm? Okay. Ein Schnabel hat's auch? Pinguin. Ja! Oh. So, wir sind im Fazit. Ich habe 3 Karten mir ergattert hier. Ich bin richtig gut. Es geht weiter. Ach komm, mach die Karte. Zähl gerade ein paar mehr. Egal. Wir machen Moment. Wir sind doch im Fazit. Der hat gewonnen. Ja, ihr merkt, die Kinder sind... Findet ihr das Spiel super? Was gefällt euch an dem Spiel so gut? Endlich meinem Papa was erklären und der Mama. Ihr merkt, die Kinder sind total fanat. Das haben wir auch jeden Tag momentan auf dem Tisch. Ich kenne auch Bekannte, die spielen es auch dauernd. Es ist ein richtig schönes Spiel. Ab 4 Jahre. Mama hat gewonnen, hat den Arachen. Ihr spielt schon so weiter. Ich bin mitten im Fazit. Ihr merkt, die Kinder sind mit Begeisterung dabei. Concept Kids ist kein Geheimtipp, das ist ein super Kinderspiel. Das macht richtig Spaß. Die Anleitung, kann man von der Anleitung sprechen? Ich muss zur Silke rüberschauen. Eigentlich kaum. Da geht es eigentlich gleich ums Loslegen. Hier ein paar Beispiele. Hier noch eine Schnellstarterregel. Und hier, wer es ein bisschen ausführlicher mag, der hat hier noch ein paar Hinweise. Ihr merkt, gerade für Leute, die sagen, ach komm, es muss gleich losgehen, als Geschenk, wir können sofort losspielen. Die Kinder wollen gleich auspacken, losspielen. Ja, mit diesem Spiel könnt ihr es. Wenn ihr es öfter spielen wollt, ja, auch damit. Vielleicht gibt es irgendwann mal mal ein Pack in dem Fall. Eine Kartenpackung mit einer kleinen Erweiterung, das wäre super. Ansonsten, das große Konzept ist für Erwachsene, das ist auch richtig cool. Das ist ähnlich, natürlich mit anderen Motiven, in dem Fall mit ganz anderen Symbolen hier drauf. Ist eine super Idee. Ich freue mich endlich, dass es das Ganze in der Kids-Version gibt. Also, das könnt ihr euch auf jeden Fall holen, wenn ihr ein wirklich attraktives Kinderspiel sucht. Auch für Kindergarten etc. Super geeignet. Könnt die Kinder raten lassen oder die Kinder spielen zusammen. Ich könnte noch so viel erzählen. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen und ihr habt gemerkt, wie begeistert wir das Ganze spielen. Wir haben die Kartentext schon alle durch, aber trotzdem wird es nicht langweilig und wir brauchen als Erwachsene immer noch länger teilweise die Lösung zu erraten. Das können wir auch mit Oma und Opa spielen, Onkel und Tante. Das könnt ihr wirklich sofort spielen. So, die Kinder sind weiter am Spielen. Das geht bei uns jetzt jedes Mal so, von wegen nur 12 Karten spielen. Aber ich denke, damit komme ich jetzt auch zum Ende. Ihr habt gesehen, um was es geht. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da noch Fragen habt. Ansonsten sage ich tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Von meiner Seite sage ich tschüss, mach's gut, bis bald. Und endlich war ich mal allein dabei. Aber ihr merkt, das Spiel ist einfach super. Tschüss, macht's gut. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.